Makrofotografie ist ein faszinierender Bereich der Fotografie. Um aber zu befriedigenden Ergebnissen zu bekommen, bedarf es Hilfsmittel. Ein klassisches davon ist eben das Balgengerät. Mit dem Balgen ist es möglich, meinen Abbildungsmaßstab bis in den Makrobereich hinein zu vergrößern, also Bereiche 1,1 und darüber. Novoflex hat hier drei unterschiedliche Balgengeräte im Programm. Zuerst mal den Automatikbalgen. Automatikbalgen deswegen, weil nur mit diesem Balgengerät die Daten von Objektiv zur Kamera übertragen werden. Ich zeige es mal. Also ich setze meine Kamera, in diesem Fall eine Canon EOS, wie normal ans Objektiv, an das Balgengerät an. Das Objektiv wird vorne am Balgengerät auch ganz normal angesetzt. Jetzt ist der Balgen praktisch die Verbindung zwischen Objektiv und Kamera. Dadurch, dass der Balgen in der Länge variabel ist, kann ich die Naheinstellgrenze und somit den Abbildungsmaßstab verändern. Alle Daten, ob Blendenübertragung und so weiter, werden wie, wenn ich jetzt ohne Balgen arbeiten würde, übertragen. Ich stelle es mir auf Stativ. Hier ist auch noch ein kleiner Einstellschlitten eingebaut. Also ich kann das ganze System nach vorne, nach hinten fahren. Es ist eine große Hilfe in der Makrofotografie. Ich kann meinen Balgen verlängern, verkürzen und das Gesamte vollautomatisch. Es funktioniert alles. Der Autofokus mit Einschränkungen benötigt man in der Makrofotografie sowieso eigentlich nicht. Das ist der Automatikbalgen. In diesem Beispiel für Canon gibt es auch für andere Kamerasysteme, aber bitte nur nach Rückfrage. Canon ist problemlos, bei anderen Systemen bedarf es oft einer speziellen Ausführung. Ein weiteres Balgengerät ist der Bal Pro 1. Das dürfte wohl das universellste Balgengerät auf dem Markt sein. Das Besondere daran ist das System. Das ist ein Systembalgengerät. Das heißt, ich habe variable Anschlüsse. Es gibt eine Vielzahl von Anschlüssen für jeden Kameratyp. Eine Vielzahl von Anschlüssen für verschiedene Objektive. Ich kann hier also Kameras, Objektive fast beliebig kombinieren. Also Kleinbildkamera mit Mittelformatobjektiv, Mittelformatkameras mit Mittelformatobjektiv und. Oder Spezialobjektive wie dieses jetzt hier. Das haben wir im Angebot auch 80mm und 100mm Objektiv, das wo für den Nahbereich optimiert ist, beziehungsweise fürs Balgenspiel. Also ich habe unwahrscheinlich viele Variationsmöglichkeiten. Der größere Durchmesser gegenüber dem automatischen Balgengerät ermöglicht mir eben auch mit Mittelformatkameras zu fotografieren. Ich habe einen größeren Bildkreis. Auch diese Kamera, ich zeige es auch hier. Hier wird die Kamera einfach auch an dem passenden Adapter angesteckt, ausgerichtet. Ich kann drehen und habe jetzt genauso wie ich es hier hatte, einfach ein tolles Balgengerät. Sie sehen, das ist alles adaptierbar, auch die Schiene passt perfekt zu dem Novoflex Schnellkupplungssystem. Ich habe es jetzt am Stativ und kann jetzt auch einstellen, wie ich will. Ich habe einen noch längeren Einstellweg, also ich kann noch größere Abbildungsmaßstäbe erreichen. Hier handelt es sich zwar um ein sehr vielseitiges, durch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, aber manuelles System. Also ich habe keine Verbindung von Kamera zum Objektiv. Ich muss alles, Blende und so weiter, manuell einstellen. Es ist aber im Makrobereich in der Regel überhaupt kein Problem. Eine Ausnahme dazu bildet Canon. Über den EOS Retro, das ist ein Teil, ist es möglich, von der Kamera zum Objektiv Daten zu übertragen. Das ist der EOS Retro, gilt aber nur für Canon-Kameras. Also kann ich aus diesem Manuell-Balgen für Canon-Kameras auch einen Automatikbalgen, ähnlich wie hier, machen, mit noch weiteren Vorteilen, dass ich durch den Retro zu noch größeren Abbildungsmaßstäben kommen kann. Als dritten im Bund haben wir das Tilt-Shift-Ballengerät Balpro TS. Das Balpro TS, das ist nun wirklich ein richtiges Hightech-Balgengerät. Hier habe ich nicht nur ein Balgengerät für die Makrofotografie, sondern Tilt- und Shift-Funktionen hinten und vorne, sodass ich praktisch alles umsetzen kann, was ich ansonsten der Großformatkamera benötige. Ich zeige es mal. Die Kamera wird wieder an entsprechende Adapter. Es ist wie beim Bal Pro. Ich habe hier Adaptersysteme, an die ich fast alle gängigen Kameratypen anschließen kann.
angesteckt, eine Kamera dran. Vorne kann ich fast alle oder sehr viele unterschiedliche Objektive einbringen, also vom Kleinbild bis Mittelformat bis Spezialobjektive, wie in dem Beispiel ein 80mm Objektiv. Und nun kann ich bedienen wie einen normalen Balken, das heißt aus einfahren, kann aber auch shiften, Standarte verschieben, hinten und vorne und tilten, Standarte verdrehen. Das gibt eine Unzahl von Einstellmöglichkeiten, die Schärfe eben mit der Schärfeebene zu spielen, also die Schärfeebene parallel oder rechtwinklig zum Bild zu bringen. Also das ist unvorstellbar, was man hier alles machen kann. Durch den großen Durchmesser habe ich einen großen Bildkreis und damit auch einen weiten Verstellweg. Zusätzlich ist möglich, ich kann jetzt, wenn ich das Hochformat nehme, das ganze Spiel, festziehen, habe ich auch die Möglichkeit, mit Scheinpflug zu arbeiten. Also praktisch bei Architekturaufnahmen, die Linien entzerren über Scheinpflug. Das funktioniert, wenn ich das ganze Equipment einfach in Hochformat verwende. Eine weitere Einstellmöglichkeit habe ich hier mit dem ProShift-Gerät. Ich kann praktisch die Kamera, die Bildebene in drei Ebenen links und rechts verschieben und damit durch ein Sitzprogramm zusammengerechnet auch wieder eine neue Möglichkeit der Optimierung meiner Bilder finden. Also dieses Teil ProShift ist eines der Zubehörteile. Ich kann drei Bilder nebeneinander machen und dann zusammenrechnen über das Sitzprogramm und habe hier einfach eine verdoppelte oder verdreifachte Anzahl von Pixeln auf einer Ebene.